diesem Videotutorial zeigen wir Ihnen die Ausstattungsmerkmale des Digitradio 585 von Technisat und führen eine erste Inbetriebnahme durch. Das leistungsstarke DAB Plus Hybridradio Digitradio 585 empfängt neben der Radioprogrammvielfalt via DAB Plus und UKW auch zigtausende Internetradiosender per WLAN und kann über UPnP auf PC oder NAS-Laufwerke zugreifen. Kabellose Musikübertragung ist via Bluetooth ebenfalls möglich und auch Spotify-Nutzer können ihre Musik direkt auf das Radio streamen. Der integrierte CD-Player rundet die Abspielmöglichkeiten ab. Das Radio kann neben der mitgelieferten Fernbedienung bequem per App mit allen gängigen Android- oder iOS-Geräten bedient werden. Sollte der Smartphone-Akku schwach werden, so hilft die Wireless-Charging-Fläche beim komfortablen, kabellosen Laden eines kompatiblen Smartphones. Im Lieferumfang befinden sich neben dem Radio folgende Komponenten: eine Fernbedienung inklusive zwei Batterien, ein Netzteil zur Stromversorgung sowie eine Bedienungsanleitung. Der Drehregler auf der linken Seite dient zum Ein- und Ausschalten des Radios und zur Änderung der Lautstärke während des Betriebs. Mit dem Drehregler auf der rechten Seite können Sie durch Drehen nach rechts oder links alle Menüpunkte anwählen und durch Drücken Ihre Auswahl bestätigen. Starten Sie das Radio durch Druck auf den linken Drehregler. Der Ersteinrichtungsassistent führt Sie bequem durch die erste Inbetriebnahme. Drücken Sie den rechten Knopf, um den Einrichtungsassistenten zu starten. Wählen Sie im folgenden Schritt das gewünschte Anzeigeformat für die Zeitanzeige. Wählen Sie nun aus, über welche Quelle die Uhrzeit des Gerätes synchronisiert werden soll. Wenn Sie das Radio in ein Netzwerk einbinden möchten, empfehlen wir die Aktualisierung über Net. Die Uhrzeit kann natürlich auch über den DAB- oder FM-Radioempfang synchronisiert werden. Damit das Radio zukünftig die richtige Uhrzeit anzeigen kann, wählen Sie bitte in diesem Punkt die Zeitzone aus, in der Sie sich befinden. Für Deutschland und den größten Teil Mitteleuropas wählen Sie UTC plus eine Stunde aus. Geben Sie nun noch an, ob aktuell Sommer- oder Winterzeit herrscht. Im letzten Punkt des Einrichtungsassistenten können Sie das Gerät jetzt noch in ein vorhandenes WLAN-Netz einbinden. Bestätigen Sie den nächsten Menüpunkt mit Ja. Das Radio zeigt alle verfügbaren WLAN-Verbindungen an. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus und geben Sie den Netzwerkschlüssel dieses Netzwerks ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe über das Feld OK auf der rechten Seite. Das Gerät ist jetzt erfolgreich eingerichtet und betriebsbereit. Aus dem Hauptmenü können Sie über die Fernbedienung oder die Bedientasten am Gerät alle Menüpunkte des Gerätes bequem ansteuern. Alternativ lässt sich das Gerät mit der Technisat Connect App per Tablet oder Smartphone steuern. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Digitradio 585 von Technisat.